BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Nun möchten wir die Trainer Fragen stellen, und zwar über die Zielsetzungen für das Spiel von morgen. Herr Petrovic zuerst bitte. Gut, wir sind sehr glücklich, dass wir haben Möglichkeit gegen Borussia Dortmund morgen zu spielen. Eine von besten Club in Europa. やはりヨーロッパでベストの一つに数えられる素晴らしいチームです。 Wir wollen morgen von Borussia Dortmund zu lernen, aber auch in andere Seite, wir wollen zeigen, dass da in Japan auch gute Fußball spielen und dass die Urawa Reds auch eine gute Team. まあ、我々浦和レッズは明日対戦するドルトムントのチームからやはりいろんなものを学び、反対にただ我々日本のチームである浦和レッズもやはり、いい作家ができるんだ、そういう部分を明日のゲームで見せていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。それでは続き、フィールダンク。はい、それでは続きまして、 Borussia Dortmund und Peter Boskamp, bitte. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir morgen ein sehr gutes Spiel spielen können gegen Urawa, weil Urawa ist in Japan eine sehr große Mannschaft. Und für mich persönlich ist es super, dass ich morgen Abe wieder treffe, weil wir haben zusammen gespielt und er war damals sehr jung, ich war damals schon ein alter Mann. Aber das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht und er war schon da eine sehr gute Spieler und hat eine super Karriere. Und ich freue mich auf das Spiel von morgen und auch, dass ich wieder gegen Abe spielen kann. Nun wollen wir die zwei Spieler fragen über die Erwartungen für morgen. まあ、2年前もフロンターレと日本で試合をする機会がありまして、本当に僕自身 自分のチームがね、こうやって日本でプレーできるっていうのはすごく誇りに思いますし、本当に素晴らしい経験だと思ってます。明日も浦和レッズは日本でも一二を争うビッグクラブで、そしてやっぱ何よりスタジアムの雰囲気含めて、やっぱヨーロッパに匹敵するぐらいのスタジアムの雰囲気がある中で、やっぱ試合ができるっていうのはすごい素晴らしいことですし、僕自身も埼玉スタジアムでレッズとやることは一つの 幼い頃から2名でもあったので、そういう雰囲気を楽しみながら、そしてお互い勝負にこだわって、日本のファン、テレビを見てくれてるファンの皆さんに素晴らしい試合をして、少しでも、ドルトムントであったりサッカーに興味を持ってくれる人たちが増えればいいなと思ってますので、そのためにも全力で頑張りたいと思います。 Vor 2 Jahren war ich im Rahmen dieser Veranstaltung auch in Japan. Und zwar, wir haben damals gegen Frontale Kawasaki gespielt. Es freut mich sehr, dass ich mit meiner Mannschaft in Japan spielen darf. Es ist für mich auch eine sehr hervorragende Erfahrung, in Japan zu spielen. Wir spielen ja gegen Urawa Reds und Reds zählt zu den besten Mannschaften, zu den großen Mannschaften in Japan. Und es freut mich sehr, dass wir auch in Saitama Stadion spielen. Das Stadion hat auch eine sehr gute Atmosphäre. Und für mich war auch ein Kindertraum, in Saitama Stadion gegen Urawa Reds spielen. Und das wird verwirklicht. Morgen wollen wir doch gewinnen. Und wir werden den Fans, die im Stadion sind, aber vor den Fernsehen beobachten, gute Spiele zeigen. Und ich möchte, dass durch unser Spiel viele Japaner für die Fans, faszinierte Fans von Fußball machen. Fragen an 2 japanische Spieler. 60.000 Eintrittskarten sind schon ausverkauft. Und von Ihrer Sicht jeweils, was sollten die Fans, worauf sollten die Fans Acht geben, um die Spiele zu gucken? Im Fernsehen auch, beziehungsweise im Stadion. Ja, wirklich, ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die Fans sehr glücklich sind.
僕たちはやっぱドルトムントを代表して、まあ、必ず明日の試合結果にはこだわりたいですし、その中で、まあ、個人個人のプレーというものは、まあ、僕自身もやはり一緒にプレーしている中で、本当にレベルの高い選手はたくさんいますし、そういうものをね、日本のファンの皆さんであったり、またサッカーを知らない方々、ドルトムントを知らない方々を含めて、皆さんに少しでも多くの人にサッカーをしてもらって、ドルトムント、レッツをしてもらう機会でもあると思うんで、こういうきっかけがもっともっとサッカー文化にも発展にもつながると思いますので、本当にそういうの意味を含めて、素晴らしいゲームを展開できていけたらいいのかなと思ってます。Die Mannschaft wurde sehr herzlich empfangen, als sie in Japan angekommen ist. Und das hat die Spieler sehr gefreut. Und morgen wollen wir auch den Erwartungen entsprechen. Wir möchten, jeder Spieler möchte seine Spiele zeigen. Und wir haben ja sehr viele Spieler, die sehr hohes Niveau haben. Aber wir wollen den Fußball zeigen für die Leute, die auch nicht nur die Fans von Fußball, sondern für die Leute, die also Fußball nicht so gut kennen, oder für die Leute, die Dortmund nicht kennen. Wir möchten durch unser Spiel zeigen, dass die Japaner die BVB und Brauerett kennenlernen, wie sie den Fußball spielen. Und wir möchten damit dadurch den der Fußballkultur Beitrag leisten. まあ、怪我は本当に順調に回復してますし、まあ、日本でも素晴らしいリハビリのもと、協力のもと、いいトレーニングができてましたので、まあ、肩は順調に回復してるんですが、明日の試合はおそらく、必要できないとは思ってます。Ja, also ich bin in der Verbesserung und meine Schulter wird auch gut gehen. In Japan habe ich Rehabilitierungsmaßnahmen gemacht und auch ein bisschen trainiert, aber morgen werde ich nicht spielen können. Was ist Ihre Zielsetzungen mit der Mannschaft? Wie wollen Sie die Mannschaft aufbauen? Und morgen hat die Mannschaft ein Spiel. Und morgen, was ist für Sie morgen das Ziel? Also Shinji wird da noch nicht bei sein, weil er verletzt ist. Und wir haben nur eine Woche vorher angefangen. Also die Mannschaft ist im Aufbau. Die müssen genau wissen, wie wir Fußball spielen möchten dieses Jahr. Und auch das Spiel von morgen will ich dafür benutzen, dass wir morgen wieder arbeiten an unserer Spielweise und dass wir immer besser und besser werden. Das werden wir versuchen gegen eine gute Mannschaft morgen, die schon in Mitte in Saison sind. Aber trotzdem wollen wir doch auch das Spiel gewinnen und auch gutes Fußball spielen. Aber vor allen Dingen die Spielweise, das muss besser werden. Und das versuchen wir morgen anzuarbeiten. Hi, Abdullah from SNTV. I've got a question for the coach, Peter Bosch. Could you tell us, what is the status of your player, Omar Mayang? Is he still staying with the club? Have you spoken to him? There's been speculation about Chelsea and Liverpool being interested in him. Well, I speak every day. In English, it's okay? Yeah. I speak every day with him, and he's with us over here. So he's with the club, and I'm the coach. I'm not the man who talks about transfers. You have to talk to Michael Zorc. But he's here, and we work with him. And when he is in the club, I will use him. Sie beide haben zusammen in einer Mannschaft gewesen, und morgen werden Sie gegeneinander stellen. Haben Sie Sachen, also schöne Erinnerungen oder so etwas an die damalige Zeit, wo Sie zusammen in einer Mannschaft waren? Und was denken Sie über das Spiel von morgen? はい、では阿部選手から、はい、ご指名のようですんで。そうですね、まあ、僕当時18歳かな、17ぐらいだったので、まあ、もちろんよくわからないことが多くて、そんな中で、
その時、2回目の所属だったんですけど、まあ、サッカーの時は常にどんな相手でも全力でトレーニングも全力でやってる姿を近くで見てきましたし、まあ、僕に必要なことをこれからこうなっていくだろうっていうこともね、サッカー以外のところで、まあ、一緒に食事に連れて行っていただいてそういった話もしてくれましたし、なんだなピッチの中外オンとオフがの表情がすごい変わる選手だなと思うんで、それは今の自分を考えたらそういった影響は間違いなくあるのかなと思ってるので、すごく影響を与えてくれた選手であり監督だなと思います。はい。Damals war ich glaube 17 oder 18 war ich sehr jung 15? 15歳って言ってますけど Ja, deshalb also wusste ich nicht so genau, wie es im Fußball, im Verein funktioniert. Also er hat mir gezeigt, dass er beim Training, aber auch beim, auf dem Spielfeld mit, also sein Bestes gibt. Und nicht nur auf, mit dem Training und auf dem Spielfeld hat er mir auch gesagt und gezeigt, was ich als Fußballspieler weiter notwendig werde. Wir sind auch mal zum Essen gegangen und auch da hat mir der mir sehr oft sehr viel erzählt. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass er zwei Gesichter haben, und zwar auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfeldes. Und in der Zeit, wo er ganz ernst machen muss und dass er, wo er ganz frei sein wird. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, also das hat mich geprägt, dass ich jetzt hier bin. Domo arigato gozaimashita, Abe. Ja, ich erinnere mich auch noch die junge Spieler, weil Abe war nicht die Einzige, da waren noch mehr junge Spieler und damals hat Jeff immer sehr junge Spieler auf die eigene Jugendabteilung, die waren bei uns dabei und Abe war da einer von, ein für mich schon, er war sehr jung, aber ein sehr erwachsener Spieler, ein sehr guter Spieler und es freut mich, dass er eine Karriere hat, wie Abe das hat gehabt, in die Nationalmannschaft, bei einem großen Verein wie Urawa. Und da muss man sehr viel Respekt vor haben. Und das habe ich. Ich verfolge immer die Spiele, wo ich mit zusammengespielt habe, das auch mit Abe. Wir haben uns, glaube ich, auch noch einmal getroffen in Holland, wenn er mit der Nationalmannschaft gegen Holland da gespielt hat. Also es freut mich immer wieder, Abe zu verfolgen und ein sehr guter Spieler und ein sehr guter Mensch. Fragen an Herrn Boss und Herrn Kagawa. Zuerst mal die Frage an Herrn Boss. Sie haben gesagt, dass die Mannschaft jetzt auch im Aufbau ist und Kagawa ist zurück. Wie werden Sie ihn einsetzen? Also Shinji ist noch nicht ganz zurück, weil er muss noch von Verletzung zurückkommen. Aber wenn er wieder da ist und ich hoffe, dass das bald ist, dann werde ich ihm nützen, ihm seine Stärke. Und er ist eine sehr gute Offensivspieler und er wird sehr gut in die Mannschaft einpassen. Aber das erste Ziel für Shinji ist, dass er hundertprozentig fit sein muss. Die Frage an Kagawa, und zwar, ich weiß es nicht, ob Sie Herrn Boss als Trainer von Ajax gesehen haben, aber welchen Eindruck haben Sie von ihm? Und wie wollen Sie in der Mannschaft sich durchsetzen? まあ実際去年もアヤックスの試合は決勝 EL の決勝含めて見る機会もありましたし、監督が正式に発表されてからもまあ個人の見方ですけどいろいろ見させてもらって本当に非常に僕は一緒に仕事をできることを楽しみにしてますし、
監督の下で本当に素晴らしい結果成功を手にしたいなと思っているので、まあ、そのために個人としてやはり、まあ、このチームで、継続してね、結果を残して高いパフォーマンスを維持できるよう、そしてチームが若い選手も多い中で、うまくまとまるように、少しでも経験ある選手として、チームのために戦えていけたらいいのかなと思っています。Ich habe im letzten Jahr das Endspiel gesehen von Ajax und nachdem die BVB bekannt gegeben hat, Peter Voss wird unser Trainer, habe ich persönlich sehr viele angeschaut. Und ich freue mich sehr, dass ich unter ihm arbeiten darf und wir wollen gute Ergebnisse erzielen als Mannschaft und als Spieler. Möchte ich auch meine Ergebnisse erzielen. In der Mannschaft sind es sehr viele junge Spieler und da ich einigermaßen Erfahrung habe in der Mannschaft, möchte ich auch agieren, dass die Mannschaft eine Einheit wird. Fragen an Shinji Kagawa, an Peter Voss und an Herrn Petrovic. Zuerst mal die Fragen an Herrn Kagawa und Herr Bus. Urawa Red hatte auch sehr gute Spieler. Und sind es einige Spieler in der Mannschaft, auf die Sie sehr mehr aufmerksam schenken? Und zweite Frage, in Urawa Red sind es junge Spieler, die in Deutschland oder im Ausland spielen wollen, wenn sie Gelegenheit haben sollten. Wenn Sie irgendeinen jungen Brauer-Retz-Spieler finden, die Sie vielleicht gerne mitnehmen werden, ja, dann wollen Sie den Metten mitnehmen. Und Frage an Herrn Petrovic. Brauer-Retz hat ja jetzt schwierige Zeit, aber wenn Sie einen Spieler von Borussia Dortmund in Ihre Mannschaft haben könnten, wen wollen Sie haben? もう先ほども言いましたけど本当に素晴らしいスタジアムで、まあ、お客さんもたくさん入ってくれるということで僕自身は本当にそこを一番楽しみにしてますし、まあ、その中で阿部さんもそうですし代表で一緒にやってた選手含め同世代の牧野であったり柏木選手であったり、まあ、そういう知ってる選手がたくさんいるのでやっぱ普段ヨーロッパでは戦えないですしこういう舞台で、一緒のピッチで戦えることっていうのはすごく楽しみにしています。はい。Wie schon gesagt, ich freue mich sehr, dass wir morgen in einem sehr schönen Stadion mit so vielen Zuschauern gegen Urawa Red spielen dürfen. Also von den Spielern, Herr Abe, also Abe, der ist ja auch mit dabei in der Nationalmannschaft und es sind ja auch ein paar Spieler, die ich in der Nationalmannschaft mitspiele, das sind Makino und weiter. Und mit denen hab ich ja keine Gelegenheit, in Europa zu spielen. Deshalb freue ich mich sehr. Also ich will morgen vor allen Dingen nach meiner eigenen Mannschaft gucken, weil ich muss auch die Spiele noch viel besser kennenlernen. Aber wenn ich dann doch nach einem Spieler gucken muss, dann wird das Abel sein. Aber er ist nicht mehr so jung. Also. Ah, gut, jetzt ist ehrlich zu sagen, ich weiß nicht, welche Spieler müssen wir mehr aufpassen. Diese, die begonnen zu spielen oder diese, die sitzen in der Bank. Weil Dortmund hat 20 Spieler, gleich fertig, super Spieler, das ist schwierig zu sagen. Ja. あの正直なところ、まあ、どの選手を、まあ、見たいか、あるいはどの選手を気をつけなければいけないかという、まあ、ことですけれども、まあ、ドルトムントには、まあ、20人の、まあ、素晴らしい選手たちがいます、まあ、スタートから出る選手、あるいはベンチにいる選手を含めて、まあ、本当にみんな素晴らしいレベルの選手たちです、まあ、本当に私自身、まあ、全員の選手を私、気をつけて見ていかなければいけないというふうに思います。Und, welche Spieler? Ich denke, Shinji ist da und...Vielleicht morgen nach Spiel. Im Fußball ist alles möglich. Vielleicht bleiben wir weiter bei Urawa.